Die Adelaide war das neueste und fortschrittlichste Schiff, das die Welt zu bieten hatte. Es war so groß, dass es über 20 Passagieren Platz bot, neben der Crew und den Waren, die es transportierte. Es war in der zweiten Woche ihrer langen Reise von England nach Amerika, als der junge Philosophiestudent Jacob Lester mit dem transsilvanischen Abenteurer Alexandru Albescu Freundschaft schloss. Sie trafen sich jeden Abend im Speiseraum und blieben nach dem Abendessen noch bis spät in die Nacht, wobei sie sich das ein oder andere Bier genehmigten. »Siehst du die junge Frau dort drüben, Jakob?« »Ja, was ist mit ihr?« »Sie tut mir leid. Sie ist ganz alleine und sieht unglücklich aus. Die einzigen Personen, die sie ansprechen, sind Männer, die sie als Stück Fleisch betrachten.« »Kannst du ihnen das verübeln? Sie ist hübsch. Sie ist reich. Und die Fahrt nach Amerika ist lang. Ich habe von der Crew gehört, dass sie wohl die Tochter des Dukes von Chesterton ist.« Nachdem sie gegessen hatte, stand sie auf und ging schnurstracks in ihre Koje. Sie sah in der Tat unglücklich und einsam aus. Währenddessen setzten Alexandre und Jacob ihren heiteren Austausch von wilden Geschichten fort und tranken ihr Bier. Es war früh am Morgen, als beide in ihren jeweiligen Kojen von einem Schrei geweckt wurden. Als sie an Deck ankamen, hatte sich bereits eine kleine Menschenmenge gebildet. Es dauerte eine Weile, bis sie einen Blick auf den Leichnam werfen konnten. Jacob fand, dass der Mann unnatürlich weiß aussah. Kurz darauf traf der Kapitän mit ein paar seiner Matrosen ein und ließ die Schaulustigen entfernen. Alexandre identifizierte den Mann als Albert, ein Schriftsteller, der seinen Hauptwohnsitz nach Amerika verlegen wollte. Dort würde er bessere Inspiration finden, hatte er gesagt. Es war nicht ungewöhnlich, dass mal ein Passagier auf einer langen Schiffsreise starb. Die meisten von ihnen stießen sich betrunken den Kopf oder fielen über die Reling. Alexandre und Jacob gingen wieder zu Bett und verbrachten so den ganzen Tag. Als es Zeit zum Abendessen war, fing Alexandre den jungen Studenten schon an seiner Koje ab. Er sagte ihm, dass er ihm im Speisesaal einfach folgen sollte. Jacob dachte sich nichts dabei. Im Speiseraum setzte sich Alexandre dann einfach an den Tisch der jungen Frau und Jacob tat es ihm gleich. »Entschuldigen Sie, verehrte Dame, wir möchten Sie nicht stören. Aber wir dachten, Sie würden etwas Gesellschaft vielleicht begrüßen. Dieser junge Mann hier ist Jacob Lester, ein Student der Philosophie. Mein Name ist Alexandre Albescu, Transsilvaniens größter, bekanntester und mutigster Abenteurer. Bitte erweisen Sie uns die Ehre und speisen mit uns.« Die hübsche junge Frau kicherte. Anscheinend gefiel ihr die humorvolle Art des Abenteurers. »Mein Name ist Isabella Charles. Es wäre mir ein Vergnügen, mit solch einem prominenten Abenteurer und seinem Freund zu speisen.« Die drei hatten beim Essen ein nettes Gespräch und zum ersten Mal, seit sie die Reise begonnen hatten, blieb Isabella nach dem Essen im Speisesaal. Angeregt unterhielten sie sich über das stürmische Wetter, Politik und den Mann, der heute Morgen tot aufgefunden wurde. Die junge Frau war glücklich, dass sie zwei Leute getroffen hatte, die sie nicht als Stück Fleisch, sondern als Freund betrachteten. Sie verabredeten sich dazu, sich morgen zum Abendessen am selben Tisch zu treffen, bevor sie zu Bett gingen. Jeder von ihnen schlief gut und verbrachte dann den Tag in seiner jeweiligen Kabine. Das Wetter war so rau, dass es nichts anderes zuließ. Es regnete und stürmte heftig. Die Sonne hatte seit Tagen keiner mehr gesehen. Als es Zeit zum Abendessen war, waren das Dreiergespann glücklich, wieder vereint zu sein. Da war nur ein Problem. Es gab nichts zu essen. Von ihrem Tisch aus konnten sie über die Theke in die Küche schauen. Der Koch schien sehr gehetzt zu sein. »Hey, Smutje, was ist los? Wo bleibt das Essen?«
Das ist nicht meine Schuld. Sean ist nicht zu seiner Schicht erschienen. Wenn ihr euer Essen haben wollt, könnt ihr den betrunkenen Penner gerne aufwecken und ihm sagen, er solle seinen faulen Hintern gefälligst zur Arbeit bewegen. Wissen Sie was, Gentlemen? Der Koch hat recht. Wecken wir den Mann auf, sagte Isabella. Ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen erfreute Alexandre. Die junge Frau führte die Gruppe an. Ein Matrose, den sie unterwegs trafen, sagte ihnen, wo sie Seans kleine Kabine finden. Als einer von zwei Köchen hatte er das Privileg, eine eigene kleine Kabine zu haben, anstatt mit dem Rest der Mannschaft im Schlafsaal zu hausen. Als sie ankamen, klopfte Isabella an seine Tür. Keine Antwort. Verfrachte deinen betrunkenen Hintern aus dem Bett, wir wollen essen. Keine Antwort. Vielleicht ist er krank. Wir sollten nachsehen, wie es ihm geht, sagte Jacob. Der Abenteurer nickte und öffnete die Tür. Anders als die Kajüten der Passagiere konnte man seine nicht verschließen. Im spärlichen Licht einer Kerze, die schon bald ihren letzten Atemzug machen würde, sahen sie Sean. Sein Kopf hing aus der Hängematte heraus und war schaurig weiß. Er hatte zwei kleine Einstichstellen am Hals, die wie der Biss eines Tieres aussahen. Isabella wollte schreien, doch sie wollte sich von den anderen nicht blamieren. Nachdem Jacob seinen Puls überprüft hat, was wohl etwas überflüssig war, riefen sie den Kapitän und dieser übernahm die Untersuchung. Ein paar andere Gäste und Matrosen hatten mitbekommen, was passiert war und begannen zu tuscheln. Es dauerte noch eine Stunde, dann war das Abendessen fertig. Alle drei saßen an ihrem Tisch, doch keiner aß wirklich etwas. Sein Körper war so weiß. Genau wie der von gestern. Was könnte so etwas bewirken? Fragte Jacob. Ich weiß es nicht. Habt ihr die Wunde an seinem Hals gesehen? Es sah so aus, als hätte ihn etwas gebissen, sagte Isabella. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Aber welche Art von Tier kann so etwas vollbringen? Einem kräftigen Mann all sein Blut aus dem Körper zu saugen, das muss ein interessantes Tier sein. Es gibt etwas, das ich euch erzählen muss. Die beiden waren ganz Ohr. Ich habe schon daran gedacht, als ich gestern den ersten Toten sah und wie weiß er war. Als ich vorhin die Wunde am Hals des Kochs sah, war ich mir sicher, womit wir es hier zu tun haben. Jetzt waren Isabella und Jacob wirklich gespannt. In Transsilvanien gibt es alte Geschichten über ähnliche Fälle. Der bekannteste war in einem Dorf nahe des Schlosses einer einst großen Herrscherfamilie. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen. Naja. Jeden Tag wurde ein Dorfbewohner tot aufgefunden. Alle von ihnen hatten keinen Tropfen Blut mehr in ihrem Körper und eine Bisswunde am Hals. Zuerst dachten die Menschen, es könnte ein Tier sein, so wie Miss Charles gesagt hat. Aber das Töten hörte nicht auf. Mehr und mehr Dorfbewohner wurden auf genau dem gleichen Wege getötet. Die Männer des Dorfes taten sich zusammen und verdächtigten eine Gruppe von Reisenden, die am Tag des ersten Mordes im Dorf ankamen. Also versammelten sie sich um das Gasthaus, in dem die Gruppe untergekommen war, zerrte sie alle nach draußen und prügelte jeden einzelnen von ihnen zu Tode. Am nächsten Tag wollten sie die Leichen verbrennen, als einer der Männer bemerkte, dass eine der Leichen fehlte. Von nun an patrouillierten die Männer jede Nacht und verhingen eine Ausgangssperre für die anderen. Der Mörder hatte keine Chance. Er griff nach einigen Tagen einen der Männer an und biss ihm in den Hals. Die anderen eilten ihm zu Hilfe. Und so sahen sie, dass es ein junger Mann aus der Gruppe war, die sie vor wenigen Tagen getötet hatten.
Er schrie sie in einem unmenschlichen Ton an und verbiss sich wieder in den Hals des Mannes. Einer der anderen wollte seinem Freund helfen, doch der Angreifer packte sein Opfer und warf es ihm mit einer Hand entgegen. In den folgenden Tagen studierten sie jedes Buch, das die Kirche über Kreaturen der Nacht besaß, und fanden schließlich heraus, dass der junge Mann einer längst vergangenen Rasse angehörte. Man nannte sie Vampirschki, Vampire. Beide Zuhörer waren still während der ganzen Geschichte. Besonders Jacob war fasziniert. Aber denkst du wirklich, dass ein Monster die Morde begangen haben könnte? Das würde bedeuten, dass es mit uns auf diesem Schiff ist, fernab vom Land. Ich denke, dass es möglich ist. Und wir werden es herausfinden, wenn das Morden weitergeht. Der Vampir war so stark, dass er einen ausgewachsenen Mann mit nur einem Arm werfen konnte. Bist du dir da sicher, ist das wahr? Alexandre war etwas verblüfft. Ich weiß nicht, ob die gesamte Geschichte der Wahrheit entspricht. Aber dass ein Vampir Kräfte besitzt, die weit über die unseren hinausgehen, wird in jeder der Vampirgeschichten überliefert. Und es ergibt auch Sinn. Sie müssen sehr stark sein, falls sie existieren. Denn sonst könnten sie ihre Beute nicht auf diese Art töten. Interessant. Was sollten wir nun also tun? Wir wissen, dass es nur nachts jagt. Und es wird zuerst diejenigen erlegen, die zu unvorsichtig sind. Unsere Räume zu verschließen und sie nur tagsüber zu verlassen, sollte uns schützen. Fürs Erste. Und so würden sie es auch die nächsten Tage handhaben. Zum Abendessen gingen sie zu dritt und so verließen sie den Speisesaal auch wieder. So waren sie sicher. Das galt jedoch nicht für den Rest, denn die Morde gingen weiter. Tag für Tag. Crewmitglieder und Passagiere, die nachts an Deck spazieren gingen, waren die bevorzugten Opfer. Und alle wurden sie blutleer am nächsten Morgen gefunden. Langsam kippte die Stimmung an Bord. Die Passagiere und die Crew verdächtigten sich gegenseitig oder untereinander. Die Nerven lagen blank. Alexandre wies die anderen beiden an, nun vorsichtig zu sein. Jeder hier war jetzt gefährlich, nicht nur der Vampir. Am nächsten Tag hatte Jacob beim Abendessen eine Idee. Hör zu, ich habe Berechnungen angestellt. Das Wetter spielt uns nicht gerade in die Karten. Wir werden noch mindestens 5 bis 7 Wochen brauchen. Selbst wenn wir vorsichtig sind, werden wir nicht mehr lange sicher sein. Wenn der Vampir uns nicht umbringt, stehen die Chancen gut, dass Panik an Bord ausbricht. Und das könnte uns auch alle töten. Oder stellt euch vor, der Kapitän ist das nächste Opfer. Was machen wir dann? Also habe ich mir gedacht, wir sollten die Initiative ergreifen. Wir sollten den Vampir fangen. Bist du verrückt? Wie sollen wir das anstellen? Er ist stärker und schneller als wir. Aber wir sind schlauer. Isabella wird sich mit einem Fischernetz bewaffnen. Und du nimmst eine Machete. Ihr werdet bei den Treppen warten, während ich den Lockvogel spiele und an Deck spazieren gehe. Wenn ich euch rufe oder schreie, eilt ihr mir zur Hilfe. Werft das Netz über ihn und erstecht ihn, falls notwendig. Dann werden wir ihn fesseln. Die beiden anderen waren nicht gerade begeistert von der Idee, mit dem Vampir zu kämpfen. Aber Jacob hatte recht. Sie waren hier nicht länger sicher. Auch wenn sie nichts unternahmen. Den Vampir zu fangen, würde ihnen allen Sicherheit bringen. Jacob holte ihnen bereits ihr letztes Bier, bevor sie sich auf den Überfall vorbereiteten. Dann bezogen Isabella und Alexandre Stellung bei den Treppen und Jacob begab sich an Deck, wo er so tat, als würde er betrunken umherlaufen. Nach fast 30 Minuten, kurz bevor er aufgeben wollte, hörte er einen Schrei. Es war Isabella. Der Student rannte, so schnell er konnte, doch es war zu spät.
Alle drei lagen sie auf dem Boden. Alexandre hatte ein Loch in seiner Brust und Isabellas Kehle war herausgebissen worden. Daneben lag der Vampir, unfähig, sich zu bewegen. »Du hast den Köder geschluckt, was?«, sagte Jacob. »Geschluckt, verstehst du? Oh, tut mir leid, ich bin nur so verdammt witzig.« Jacob Lester kniete sich neben die Kreatur. »Ich habe mir gedacht, dass du nicht widerstehen kannst. Weißt du, die beiden hatten etwas im Bier, was dir nicht gut bekommt. Das Blut eines Toten. Es wird mir eine Freude sein, dich zu studieren. Ich habe schon ein paar Ideen, was wir mit deinem Blut anstellen können. Oder mit deiner DNA. Bitte, habt Gnade. Tötet mich. Ich will nur endlich Frieden haben.« »Was für ein Zufall! Ich will das Gleiche!« »Aber nicht nur Frieden für dich. Ich will Frieden für alle. Ich bin der Mann des Friedens, könnte man sagen. Und du wirst mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Und jetzt lass uns zusehen, dass wir dich für den Rest der Reise in die Box quetschen, die ich für dich mitgebracht habe.« Der Mann des Friedens brachte dem Vampir einige Knochen, als er ihn gewaltsam in die viel zu kleine Kiste in seinem Quartier quetschte. Jeden Tag injizierte er ihm etwas vom Blut eines Toten. Und dann begannen die Experimente.